Also, und Rudi Völler hat zu mir gesagt, Trainer, Sie müssen unbedingt ein Buch schreiben. Ich sage, das kann ich nicht machen, weil dann, wenn man ein Buch schreibt, gibt es anschließend Prozesse, ne? Weil man dann auch die Wahrheit schreiben muss. Interessant wäre es. Ne? Ich würde mal sagen, also meine Jugendzeit, wenn ich das ein Jugendbuch schreiben würde, wie ich das 1938 zur Welt gekommen und wie man diesen Krieg miterlebt hat als junger Mensch und was danach kam und so weiter. Das war eine ganz andere Zeit und ich will das auch meinen Sohn, der kann, das ist für den wie Science Fiction, wenn du denen das erzählst, die leben in ihrer Zeit und muss man, und so muss man auch mit den jungen Leuten heute in den Vereinen umgehen. Es gibt aber auch in der Trainerzunft, zum Beispiel dieser Thomas Tuchel und so, der macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich habe dem nur einmal die Hand gegeben. Wir werden mal sehen, wie der sich entwickelt, nicht wahr? Jetzt schwebt er zwar auf Wolke 7, aber der kennt das Trainerleben noch nicht richtig. Jetzt hat er hat jetzt das erste Mal in Aachen gespielt und da war Favorit und gleich hat er verloren. Ne? Und bisher war er nur Außenseiter. Und die Journalisten haben ihm alle Honig um den Bart geschmiert und so weiter, aber es gibt es noch mal andere Zeiten, aber ich glaube, der ist klug und er wird da hineinwachsen. Aber Rainer Holzschuh, der gerade eben orakelt, hat gesagt, der Otto Rehhagel, der hat noch so viel Feuer. Vielleicht wird das noch mal mit einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Ist das was, was Sie kategorisch ausschließen könnten? Aber wissen Sie, das ist, wenn ich was mache, dann brauchen die Leute Erfolg. Und ich weiß ja auch, ich habe das gesagt, meine Erfolge, ich habe immer nur Erfolg gehabt, weil ich auch gute Spieler hatte. Ich habe mich so sehr für Fußball interessiert, dass ich auch immer, wie Rainer schon sagte, die richtigen Spieler geholt habe. Keiner hätte Manni Burgsmüller geholt, er war schon 36. Und das zu wissen, also die fachlichen Dinge, die waren wichtig. Ich habe aber immer, alles das, was ich sehe, das habe ich ja gar nicht gewonnen, das haben alle meine Spieler gewonnen. Ich bin da nur dann... Ich habe den Spielern gesagt, gib mir mal die Schale, weil ich bin der Offizielle. Wenn ihr mal später Offizielle seid, dann kriegt ihr die Schale. Und ich habe die Menschen gebraucht, die jungen Menschen, und ich habe sie überzeugt und ich habe sie eingeschworen und ich habe versucht, aus meiner Lebenserfahrung heraus den jungen Menschen etwas mitzugeben. Und manches Mal haben auch einige Spieler mich angerufen und haben gesagt, Trainer, was wir noch sagen wollten. Viele Jahre später, Sie haben damals so recht gehabt. Na gut, schönen Dank, dass du das eingesehen hast. Also, ich weiß ganz genau, du bist als Trainer ohne Spieler nichts. Du bist aber, du musst mit den Menschen umgehen können. Die große Herausforderung unseres Lebens ist der Umgang mit den anderen Menschen. Auch bei den Journalisten, die in Redaktionsstuben. Ja. Da gibt es auch immer, bei euch auch, sichtbare und unsichtbare Irritationen, nicht wahr? Und damit immer richtig umzugehen und sich selbst in der Gewalt zu haben, das ist ein gewaltiger Schritt. Und manches Mal sagt man sich, komm, halt lieber den Mund. Hab meinen Spielern gesagt, sag nie zu deiner Frau, du dumme Kuh. Dann ist für 3 Tage ist alles erledigt, nicht wahr? Und dann musst du trotzdem hingehen nachher und sagen, Schatz, es war nicht so gemein, entschuldige bitte. 3 verschenkte Tage in deinem Leben habe ich nie gemacht. Das ist, ja. Man sagt das auch nicht. Man respektiert und sowas sagt man nicht. Also jeden Tag, ein ganzes Leben lang ein ständiger Umgang mit den anderen Menschen, solange wir leben. Und da immer alles richtig zu machen, das ist sehr schwer. Otto Rehhagel, also auf jeden Fall sind Sie eine unglaubliche Farbe. Ich spreche ganz bewusst im Präsens in dieser Fußballwelt. So einen Typen wie Sie, den trifft man wirklich nicht alle Tage. Ich finde das großartig. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Walter-Bensemann-Preis 2010.